Hallo und willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Heute malen wir ein kleines Seestück vom Wallersee bei Salzburg. Es ist früh am Morgen und es ist noch leicht dunstig, aber die ersten Fische sind bereits am See. Wie immer setze ich mein Farbfoto auf Schwarz-Weiß um und fertige dann eine kleine Skizze an. Diese Skizze übertrage ich dann auf mein Aquarellpapier, allerdings diesmal mit dem Pinsel und nicht mit einem Graphitstift. Warum mit dem Pinsel? Ja gut, das Motiv ist sehr, sehr einfach und davon abgesehen, ich möchte das Motiv noch stärker vereinfachen. Ich will auf keinen Fall zu viele Details im Aquarell unterbringen. Ich mische Ultramarinblau und Siena gebrannt und mit einem kleinen Kalligraphiepinsel lege ich jetzt die Vorzeichnung an. Weil ich hier diese Mischung ganz stark mit Wasser verdünne, wird das eine neutrale, helle, graue Mischung, die in weiterer Folge überhaupt nicht stört. Ich lege auch nur die Umrisse von diesem Schilfgürtel und den Büschen an und das ganz vage und vorsichtig. Jetzt befeuchte ich mein Blatt mit einem ganz feinen Zerstäuber und beginne zu malen. Ich verwende heute wieder ein Papier von Arsch und zwar mit rauer Körnung. Und etwas, was ich eher selten mache, ich nehme heute einen kleineren Pinsel her. Ich weiß schon, wenn man einen Himmel malt, der noch dazu etwas größer ist, geht es mit einem Ziegenhaarpinsel oder mit einem entsprechend großen Pinsel wesentlich schneller und einfacher. Ich möchte aber hier heute zeigen, wie man, wenn man nur nass genug malt und das Blatt auch leicht schräg stellt, damit die Farbe nach unten rinnen kann, sehr einfach einen schönen Himmel malen kann. Ich möchte keinen normalen Himmel malen, sondern der soll nach unten hin etwas in einen gelblichen Ton verlaufen. Das heißt, den oberen Bereich habe ich jetzt angelegt und man sieht, die Wassertropfen sammeln sich am unteren Rand und ich male jetzt den unteren, etwas leicht gelblichen Bereich. Das ist eine Mischung aus Siena Natur und etwas Siena gebrannt. Und jetzt ziehe ich mit dem immer noch nassen Pinsel die gesammelten blauen Farbtropfen nach unten. So vermischt sich das und ich erhalte einen schönen Übergang. Wichtig dabei ist allerdings, dass das Blatt schräg liegt. Wenn es flach auf dem Tisch liegen würde, dann würden Ausblühungen garantiert entstehen. Und genau diese Ausblühungen brauche ich nicht im Himmel. Und weil es gerade passt und ich die Farben ja noch auf meiner Palette habe, male ich jetzt auch den ersten Farbauftrag beim Wasser. Hier beginne ich wieder mit dem mittleren Teil, mit dem gelben Teil. Und ich muss natürlich schnell sein, denn der gelbliche Bereich sollte noch nass sein, wenn ich oben das Blau hineinsetze. Zwischen dem Schilfgürtel und der Wasseroberfläche lasse ich einen ganz feinen weißen Bereich stehen. Natürlich könnte man diesen weißen Streifen auch mit einer Abdeckflüssigkeit aussparen, aber ich versuche, so gut es geht, solche Abdeckflüssigkeiten zu vermeiden, denn die bilden meistens ganz harte, scharfe, unnatürliche Ränder. Ich mag das nicht. Den unteren Bereich des Wassers dunkle ich jetzt sehr stark ab. Auch das wieder eine Mischung aus Ultramarinblau und teilweise gebe ich auch noch etwas mehr Siena gebrannt dazu. Das darf ruhig richtig kräftig werden, denn erstens weiß ich, dass dieses Arschpapier stark die Farbe aufsaugt und beim Trocknen wesentlich heller wird. Und zweitens, der untere Bereich sollte ja auch stärker sein.
Nachdem alles noch nass ist, habe ich immer ganz weiche Verläufe und kann so einige ganz zarte Wellen hier andeuten. Noch mehr Ultramarin, noch mehr Sienna gebrannt, so richtig stark und dunkel kommt es die erste Spiegelung auf den noch nassen Bereich hier. Man sieht hier, blutet die Farbe aus, das bedeutet, dass es nicht wie beim Ausblühen scharfe Ränder, so Blumenkohlränder ergibt, sondern hier bekomme ich einen ganz weichen Farbverlauf. Das Wichtigste dabei ist, dass man die neue, die dunkle Farbe nicht zu nass aufträgt. Also diese Farbmischung ist etwas kompakter und deshalb erhalte ich weichere Übergänge. Nachdem der Himmel ja noch etwas feucht ist, male ich mit genau der gleichen Mischung und wieder etwas trockener, ich sauge hier die Flüssigkeit etwas weg, die ganz schwachen Hügel im Hintergrund. Auch hier wünsche ich mir ganz zarte, weiche, duftige Verläufe. Wenn man zu langsam ist und der Himmel schon getrocknet ist, macht das auch nicht viel, dann kann man den betreffenden Bereich mit einem feinen Zerstäuber ganz leicht befeuchten und dann die Farbe wieder draufsetzen. Dann ist der Effekt fast gleich wie hier, wenn ich nass in nass male. Hier sieht man sehr schön diese weichen Verläufe. Ja, und wenn das erledigt ist, wird zwischendurch einmal getrocknet. Jetzt male ich den Schilfgürtel im Hintergrund. Das ist Sienna Natur mit Sienna gebrannt und ich verwende dazu einen Flachpinsel, weil ich damit die untere Kante sauber malen kann. Das ist mit einem Rundpinsel natürlich auch möglich, aber einfacher ist es mit dem Flachpinsel. Sienna Natur, Sienna gebrannt, relativ nass, weil ich dann noch an den unteren Rand etwas Dunkelheit hineinsetzen werde. Für diesen unteren Rand verwende ich jetzt Sienna gebrannt mit einem Hauch von Ultramarinblau. Das ist relativ nass und es blüht nach oben hin aus. Und das darf es auch. So entsteht eine schöne Struktur. Das gleiche auch bei diesem mittleren Schilfgürtel. Da darf es dann etwas dunkler und stärker sein. Für die Büsche, die hinter dem Schilf liegen, brauche ich eine recht dunkle, grünliche Mischung. Dazu verwende ich Sienna gebrannt, Preußischblau, das ergibt dann so ein stumpfes Grün, und um es noch dunkler zu machen, nehme ich noch Ultramarinblau dazu. Also Preußischblau, Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Und die male ich jetzt relativ locker, aber wieder schnell, und lasse zum Schilf einen hauchdünnen weißen Streifen stehen. Das Ganze muss deswegen schnell geschehen, weil ich dann in den noch nassen Farbauftrag etwas Deckweiß einfüge, um den Nebel, den Dunst darzustellen. Für den oberen Bereich der Büsche brauche ich wieder meinen Rundpinsel. Und jetzt ist der relativ nass und ich möchte auch, dass dieser etwas hellere und wässrigere Farbauftrag sich mit dem unteren durch Ausblühen verbindet. Das Ganze hat auch den Grund, es sollte alles noch nass sein, damit ich dann mit dem Deckweiß schöne weiche Verläufe erhalte.
So, alles ist noch nass und jetzt kommt das Deckweiß dazu. Das ist natürlich jetzt Erfahrungssache. Ich nehme schon ziemlich starkes Weiß, weil ich weiß, dass es weich und ganz zart verläuft. Wichtig ist, dass man dieses Deckweiß, dieses Spiel mit dem Deckweiß nicht zu oft wiederholt, denn dann wird das auf einmal stumpf und grau und hat nichts mehr mit Aquarell zu tun. Und jetzt lasse ich wieder alles trocknen. Für die Büsche und Bäume auf der rechten Seite hier brauche ich wieder massive Dunkelheit. Da verwende ich wieder Preußischblau und Siena gebrannt. In diesem noch sehr nassen Farbauftrag gebe ich noch etwas Siena Natur dazu und auch noch etwas Deckweiß und lasse das am Papier ineinander laufen. Das wirkt viel interessanter als eine langweilig fertig gemischte Farbe. Für den oberen Bereich dieser Büsche brauche ich einen größeren Pinsel. Ich nehme einen chinesischen Kalligraphiepinsel. Könnt genauso gut aber auch den Struppe oder einen anderen, etwas gröberen Pinsel nehmen und stupfe jetzt die Farbe richtig aufs Papier. Und zwar nicht so fein, sondern eher grob. Ich möchte nur etwas Struktur haben für die Blätter und darf aber nicht vergessen, dass ich einige wenige Durchblicke freilasse. Wenn ich alles zumale, wird alles stumpf und tot wirken. Das ist wieder Preußischblau und Siena gebrannt. Und man sieht, ich stupfe wirklich grob aufs Papier. Nur nicht zu fein, nicht zu lieblich, nicht zu brav. Der untere Bereich ist dann noch nass und da wird die dunkle Farbe dann sich mit dem hellen Farbauftrag ganz leicht verbinden und etwas ineinander laufen. So, hier ist es soweit. Mit einem kleinen Kalligraphiepinsel, einem Schlepper ginge auch, und der Mischung aus Ultramarin und Siena gebrannt, setze ich einige wenige Stämme in den rechten Bereich. Nicht zu viel und nicht zu detailliert, sondern nur einige Striche, das genügt dann schon. Auch der untere Bereich zur Wasserkante wird noch ordentlich abgedunkelt. Es ist die gleiche Mischung. Preußischblau, Siena gebrannt und wenn es ganz dunkel sein soll, kommt etwas Ultramarinblau dazu. Das wird dann so ein grünliches Schwarz. Ich werde dann etwas später hier noch ein paar Stämme herauskratzen. Da muss ich aber noch warten, jetzt ist das Ganze zu nass. Und das würden nur dunkle, schwarze Striche werden und nicht die hellen, wie ich sie mir vorstelle. Ich warte also 2 bis 3 Minuten, bis die Farbe nur mehr ganz schwach, seidig glänzt. Und dann ist der richtige Zeitpunkt, um die Farbe wegzukratzen oder wegzuschieben. Heute verwende ich dazu mein Taschenmesser und setze es sehr flach an. Und mit ordentlichem Druck schiebe ich jetzt die Farbe weg. Es würde aber auch eine Mahlspachtel oder ein ähnliches Werkzeug passen. Das ist das Pinselende meines Zauberpinsels, auch mit dem geht das fantastisch. Wenn man zu lange wartet, ist die Farbe trocken und es passiert nichts. Macht man das zu früh, habe ich, wie gesagt, dunkle Striche, weil dann dort das Papier verletzt wird und die Farbe zusammenläuft. Jetzt aber kommt das Boot an die Reihe.
Ich habe mir das mit Bleistift ein wenig vorgezeichnet und dabei darauf geachtet, dass die untere Kante zum Wasser hin vollkommen waagrecht liegt. Die erste Grundierung erfolgt mit Sienna Natur, das ich ein wenig schmutzig mache mit der Mischung aus Ultramarin und Sienna gebrannt. Also ein schmutziges Sienna Natur. Auch für die Wasserkante und auch für die Spiegelung verwende ich die gleiche Mischung, also Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Ich verwasche das ganz leicht mit dem eher trockenen Pinsel nach oben. Und jetzt kommt die Spiegelung und bei der Spiegelung muss ich natürlich auch genau auf die Richtung achten. Das muss natürlich spiegelverkehrt sein. Mit einem leicht feuchten, also nicht zu nassen Pinsel löse ich jetzt die Spiegelung nach unten hin ein wenig auf. Achten Sie auch bitte darauf, dass die Spiegelung immer dunkler ist als das Original. Mit meinem Flachpinsel mische ich eine ganz wässrige Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau und lege mit wenigen Strichen eine leichte Spiegelung der Büsche hier an, die ich dann auch weiter nach vorne ziehe. Ich persönlich mache das sehr gerne mit dem Flachpinsel, aber man kann natürlich jeden anderen Pinsel auch dazu verwenden. Nur zu klein und zu fein sollte er nicht sein. Unter diesem Teil wird die Spiegelung ein wenig dunkler und unter den Büschen und Bäumen ganz rechts wird sie noch viel stärker und da verwende ich auch wieder Preußischblau dazu. Also Preußischblau, Sienna gebrannt und Ultramarin für die starke Dunkelheit. Und auch das male ich alles mit dem Flachpinsel, wobei ich den Pinsel relativ stark geneigt habe, also in etwa 45 Grad zum Papier. Lasse einige helle Stellen, einige helle Reflexionen frei und das Ganze soll schnell und locker passieren, sodass die Farben ineinander verlaufen. Nach dem Trocknen male ich noch einige Einzelheiten in den mittleren Schilfbereich. Dazu verwende ich Sienna gebrannt und einen Hauch Ultramarinblau dazu, damit es etwas dunkler und dusterer wirkt. Das sind ein paar Schilfkolben, die ich andeute und einige Striche. Auch der hintere Schilfbereich erhält unten einige Dunkelheiten mit der gleichen Mischung.
der Baumbereich hinter dem Schilf erhält ein paar Striche und die sollen ein paar Stämme und Äste andeuten. Also nicht ins Detail gehen, sondern nur einige wenige Striche genügen. Den Rest macht unser Hirn und unser Auge ganz automatisch dazu. Und jetzt mache ich beim Boot weiter. Ich brauche wieder einen kleinen, feinen Pinsel. Ach ja, das ist die Angelrute, die hinten heraussteht. Einen kleinen, feinen Pinsel, das geht mit einem Schlepper oder mit einem Rundpinsel der Größe 6. Ich habe einen kleinen Kalligraphiepinsel, der ungefähr der Größe 6 eines Rundpinsels entspricht. Und mit dem setze ich jetzt einige kleine Dunkelheiten an. So steht beispielsweise am Bug des Bootes ein kleiner Kescher hervor. Und auch sonst gibt es ein paar Gerätschaften, die mit ein paar kurzen Pinselstrichen gemalt werden. Auch da ist wieder die Farbe oder die Mischung Ultramarin und Siena gebrannt wichtig. Das ergibt immer ein neutrales Grau, das sich dann später noch leicht verändern lässt. Das Innere des Bootkörpers ist in Rot gestrichen und ich verwende dazu mein Cadmiumrot hell mit Siena gebrannt. Dieses warme Rot betont natürlich auch zusätzlich noch den Vordergrund. Wir haben leichtes Gegenlicht und die Figur des Schiffers zeichnet sich schemenhaft vom Hintergrund ab. Also auch hier male ich eigentlich nur eine dunkle Silhouette aus einer Mischung Ultramarin und Siena gebrannt und male keine Details. Also kein Gesicht, keine Haare oder irgendwelche Kleinigkeiten, die das Bild nur stören könnten. Ich verstärke noch ein paar Dunkelheiten im unteren Bereich des Bootsrumpfes und dann kommt natürlich noch eine Spiegelung dazu. Und diese Spiegelung ist relativ dunkel und setzt sich auch ziemlich weit nach unten hin fort. Das ist so eine Sache mit der Spiegelung. Ist das Wasser absolut ruhig, ist die Spiegelung praktisch 1:1 zum Hauptobjekt. Sind aber leichte Wellen da, kann sich die Spiegelung fast unendlich zum Vordergrund hin durchziehen. So weit übertreiben wir nicht, aber Spiegelung ist einfach wichtig. Ein paar feine dunkle Striche kommen noch seitlich dazu. Und dann lasse ich das alles gut trocknen, da ich das Wasser noch ein wenig verstärken und vertiefen möchte. Das mache ich mit einer Lasur. Eigentlich könnte man sagen mit einer Glasur aus Gelbtönen und einem tiefen kalten Blau. Aber wie gesagt, zuerst muss alles komplett durchtrocknen. Mit Siena Natur und einem sehr nassen Pinsel, einen weichen Pinsel, ich habe den größeren Kalligraphiepinsel, lasiere ich im mittleren Teil mit diesem hellen Gelbton über alles außer dem Boot.
und nehme es vorsichtig mit einem schwach saugenden Tuch wieder weg. Das ist bei mir eine alte, gut ausgekochte Windel, die eben nicht die Farbe wegzieht, sondern nur das Wasser wegnimmt. Und jetzt mische ich in einem halbwegs sauberen Bereich auf meiner Palette Preußisch Blau oder ein anderes kühles Blau. Durch den sehr nassen Pinsel habe ich eine schöne helle Mischung und ich ziehe diese Mischung von unten nach oben vorsichtig in den immer noch nassen gelblichen Bereich hinein. Und so erhalte ich auf einfachste Weise eine wirklich gute Tiefenwirkung. Der kühle Vordergrund gibt die Tiefe des Wassers wieder und das ist gar nicht so schwierig. Und wieder mische ich Preußisch Blau, Siena gebrannt und ein wenig Ultramarin, stupfe den Pinsel richtig, ich drücke ihn vorne auseinander und damit modelliere ich die Bäume im Hintergrund etwas stärker. Wird es irgendwo zu dunkel und zu stark, nehme ich die Farbe vorsichtig mit einem Tuch oder mit einem Kleenex wieder weg. Auch beim Boot gibt es noch ein wenig zu tun. So erhält das Boot und auch die Spiegelung eine ganz schwache gelbliche Tönung mit wässrigem Siena Natur. Wenn ich sage wässrig, heißt das nicht, dass ich eine ganze wässrige Suppe anrichte, sondern es ist nur der Pinsel nass und ich nehme mit dem nassen Pinsel Farbe auf, streiche den auf der Palette ganz leicht an und es geht schon weiter mit der Malerei. Obwohl ich viel und gerne nass male, brauche ich eigentlich recht wenig Wasser. Ab und zu kommen noch ein paar Dunkelheiten dazu, die ich aber dann gleich wieder mit einem feuchten Pinsel verwasche oder verziehe. So wie hier. Mit einem sauberen, nur ganz leicht angefeuchteten Pinsel befeuchte ich jetzt einige Stellen, und zwar die Spiegelung, in dem dunklen Bereich unter den Büschen. Und mit einem trockenen Kleenex nehme ich etwas von der Farbe wieder weg und man sieht, ich erhalte so eine ganz zarte, schwache Spiegelung. Ich möchte den Nebel und den Dunst im Hintergrund und auch im Mittelgrund noch etwas verstärken. Also nehme ich jetzt eine leichte Mischung mit Deckweiß, das ist Titanweiß, und verwasche die Ränder aber sofort wieder mit einem feuchten Pinsel ganz leicht. Nicht so oft drüber malen, sonst wird es nur stumpf. Auch hier rechts möchte ich noch einen Nebelschleier malen und auch dazu nehme ich wieder Titanweiß und zwar ziemlich stark, sprühe aber mit einem feinen Zerstäuber gleich darauf und nehme anschließend die Farbe mit einem leicht saugenden Tuch gleich wieder weg. Und wenn das Ganze dann trocknet, wird man kaum etwas davon sehen und trotzdem wird man den Nebel spüren. Nachdem nun alles getrocknet ist, kommen jetzt die letzten finalen Striche. Das ist genau der Zeitpunkt, wo man wirklich höllisch aufpassen muss, dass man nicht zu viel des Guten macht. In dieser Phase werden sehr viele Bilder sehr oft kaputt gemalt. Niemand macht das mit Absicht. Jeder möchte sein Bild ja noch verbessern. Und sehr oft passiert aber genau das Gegenteil, wenn man übertreibt und zu viel an Details und Kleinigkeiten in das Bild hineinmalt.
So, auch bei mir reicht das jetzt. Und zu diesem Zeitpunkt darf ich wieder sagen, danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Aquarellieren und ja, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie verlässlich informiert werden, wenn neue Videos von mir erscheinen. Nochmals viel Spaß und bis bald. Tschüss.